Die Länderspielpause ist vorbei. Für Werder wird es wieder im Liga-Alltag ernst. Und nächster Gegner, Union Berlin. Und ich sitze hier mit unserem Experten Dieter Eils. Aufsteiger, Union Berlin. Klingt nach einer ganz einfachen Aufgabe für Werder. Ja, wenn man das so sieht, aus der zweiten Liga hochgekommen, wer das etabliert, dann könnte man das denken. Aber ich glaube, wenn man so an die Sache rangeht, dann wird man Schiffbruch erleiden. Absolut. Werder kann ein bisschen in die Vergangenheit gucken, und zwar auf den BVB. Der hat dort sein sein gelb-schwarzes Wunder erlebt. Was muss Werder besser machen, damit genau das nicht passiert? Ja, ich glaube, dass Werder ganz, ganz konzentriert an die Sache rangehen muss. Jede Situation im Spiel mit 100%iger Konzentration angehen, das heißt Torabschluss, 100% konzentriert angehen, aber auch im Defensivbereich wirklich ganz, ganz eng die Leute markieren, die Torschüsse verhindern und auch Flanken verhindern. Also das wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Das klingt immer alles sehr einfach. Wie einfach ist es tatsächlich aus Profisicht, wenn man da unten 90 Minuten auf dem Platz steht, genau die Basics, von denen immer alle reden, die einfach umzusetzen? Ja, eigentlich ist Fußball ja ein ganz, ganz einfaches Spiel. Der Gegner hat den Ball, ich will den Ball haben. Also von daher, es sind immer Zweikämpfe, es sind Pässe da, die man verhindern muss, es sind Dribblings, die man gewinnen will. Es ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Spiel. Wirklich, von daher habe ich es früher nicht als schwer empfunden. Jetzt wird gerade bei Union sehr viel über die Atmosphäre dort gesprochen. Es ist ein neues Stadion für viele Spieler bei Werder, die haben da noch keine Erfahrung gesammelt. Unheimlich ja, intensive Atmosphäre von den Rängen kommt sehr viel. Nimmt das einen Profi wirklich mit? Der ist doch eigentlich gestählt, hat schon in etlichen Stadien gespielt. Niklas Füllkrug hat es unter der Woche auch gesagt. Bei uns ist es doch zu Hause auch sehr laut. Warum sollte sich dort jemand erschrecken? Also ich denke auch nicht, dass es irgendwie ein Nachteil ist, sondern man freut sich ja immer als Spieler, wenn dort wirklich richtig tolle Stimmung im Stadion ist. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass es die Mannschaft nicht belasten wird. Aber es ist natürlich trotzdem ein Vorteil für Union, weil die meisten Fans stehen hinter Union. Jetzt hat Florian Kohfeldt unter der Woche beim Training durchaus nochmal lautere Töne gewählt, was vielleicht ein bisschen überrascht hat, gerade nach dem Sieg gegen Augsburg. Ist das einfach nur, ich sage mal, ein ganz normales trainerisches Stilmittel, dass er einfach nochmal so ein bisschen die Spieler wachrüttelt? Oder ist das gerade in so einer Situation sehr, sehr nötig, weil Werder im Grunde sich keine weitere Niederlage gegen einen Gegner, bei allem Respekt, auch wie Union Berlin, erlauben darf? Nein, ich denke einfach, dass er sämtliche Sinne nochmal sensibilisieren möchte, dass er möchte, dass die Spieler wirklich sämtliche Antennen ausfahren und voll konzentriert an die Sache herangehen. Das wird das Entscheidende sein. Denn ich denke, dass das Werder eigentlich besser besetzt ist von den Einzelspielern her und das Spiel eigentlich gewinnen müsste. Von daher wird es entscheidend sein, wie sie auch als Team zusammenarbeiten, wie konzentriert sie arbeiten. Und von daher will er dort einfach ganz klar die Sinne nochmal schärfen. Jetzt war ja gerade in den letzten Spielen so ein bisschen die Defensive das Problem. Eigentlich hat man wenig zugelassen, aber das, was zugelassen wurde, sorgte sofort für Gefahr. Jetzt gab es diese Länderspielpause, wo man ja denken könnte, die Mannschaft hat Zeit, sich nochmal neu zu sammeln und zu finden. Dann gibt es aber natürlich die ganzen Verletzungssorgen. Einige Spieler waren unterwegs. Marco Friedl hat ja eigentlich nicht trainiert. Maxi Eggestein hat eine schöpferische Pause bekommen, die sicherlich auch nötig war, war aber eben somit auch nicht im Trainingsbetrieb. Kann man sich da in so einer Länderspielpause dann eigentlich optimal auf so ein Spiel vorbereiten? Weil eigentlich sind es jetzt nur zwei Trainingseinheiten, wo das Team komplett zusammen ist, zumal Niklas Moisander auch noch gefehlt hat. Richtig, ist natürlich eine Extremsituation momentan bei Werder. Es waren einige unterwegs bei den Nationalmannschaften. Du hast es angesprochen, viele Spieler waren verletzt, sodass die Trainingsgruppe sehr, sehr klein war. Und das war sicherlich oder ist sicherlich nicht optimal für die Vorbereitung auf solch ein Spiel. Muss man dann vielleicht einfach mal, ich sag mal, nicht schön spielen, sondern einfach dreckig gewinnen am Samstag? Ja, ich glaube, dass die Art und Weise wäre da momentan auch gar nicht interessiert, sondern so wie du es sagst, sie wollen die drei Punkte und dafür werden sie sicherlich alles geben. Bist du frohen Mutes, dass das klappt? Ja, absolut. Wenn die Mannschaft konzentriert ist, wenn sie ihr Potenzial ausschöpft, dann bin ich optimistisch, dass sie dort auch drei Punkte holen. Abschließende Frage. Leo Bittencourt ist noch dazu gekommen. Was hältst du von ihm und glaubst du, dass er vielleicht tatsächlich schon ein Mann für die Startelf ist? Also ich glaube schon, dass er ein Mann für die Startelf ist. Insgesamt ist ein Spielertyp, der ja, emotionalisiert, der die Zuschauer mitnimmt, die eigenen Zuschauer für die gegnerischen Fans natürlich eher so ein Feindbild ist. Aber ich glaube, dass er der Mannschaft noch gut tun wird, weil er sie mitnimmt, weil er Qualitäten mitbringt, die Schnelligkeit, Dribbling, Torabschluss, so ein bisschen was Versautes auch. Das tut der Mannschaft sicherlich gut und ich freue mich einfach
ihn demnächst im Werder-Dress zu sehen. Also ein klarer Sieg mit Leo Bittencourt. Ob es ein klarer Sieg wird, das muss man abwarten. Aber ein Sieg. Der Gegner ist auch da. Ja, ich hoffe, ich glaube auch fest dran. Aber man muss natürlich sagen, dass Union auch scheinbar in der Bundesliga jetzt angekommen ist nach dem Sieg gegen Dortmund. Und natürlich diese Euphorie, die jetzt im Verein da ist, die wollen sie sehr, sehr lange hochhalten. Und das wollen sie natürlich versuchen mit einem Sieg gegen Werder. Wir schauen natürlich drauf, wie Werder sich bei Union Berlin schlägt. Wir sind am Samstag vor Ort. Alles Wichtige zum Spiel gibt es bei uns in der WK Flutlicht-App oder online auf weserkurier.de.